Found an item you don't need? Hold on, you can sell it for real money. Welcome to SkinBay, an in-game item marketplace with fair prices and frickin' awesome interface. Safely buy and sell items for CSGO, Dota 2, Rust, TF2, and more. SkinBay, gamer's best marketplace for skins. Hallihallo Lülle, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge DRC. Wir sind wieder back in business und gucken mal, wie es so läuft. Hab wieder ein, zwei Matches gemacht, liefen wieder nicht so gut. Das ist immer, wenn ich auf Knights gehe. Alright. Interessanter Start. Ich habe aber jetzt einen Plan. Ja, ich habe einen Plan. Mal gucken, ob der aufgeht. Ja, wir schauen mal. Wir werden natürlich ein bisschen neue Strategies probieren. Ich habe übrigens Sono reingequeued. Also, I don't give a damn, was die Rang angeht, solange ich halt die nächsten zwei Tage noch, die nächsten drei Tage noch Bishop bleibe, wird sich nichts ändern. Das sollte genügen. Ah, gucken wir mal, wie es wird. Was haben wir denn hier? Knight 4 unranked, Knight 6, Knight 6, Knight 6, Knight 9 und Knight 7. Na, siehste. Da denken sich auch so, ist der behindert? Warum queued der denn hier rein, Alter? Selbst wenn der gewinnt, verliert er. Moidstorm. Okay. Ring of Health. Oh ja. Dann halt nicht. I'm rich. Okay. Ich hab einen Plan, Boys. Ich hab einen Plan. Sieht schon mal absolut katastrophal aus jetzt gerade. Das wird schon. Ja. Ich werde den Plan noch nicht verraten. Mal schauen, wer von euch drauf kommt. Könnt ihr jetzt mal reinschauen, was ihr glaubt, was ich vorhabe zu basteln. Hat natürlich was mit den neuen Units zu tun. Wie heißt der Orgasm Dealer? Okay. Okay, wir können nächste Runde. Wir müssen drei getötet. Vier. Wenn wir einen töten, danach kriegen wir. Danach kriegen wir. Goddammit, wie heißt denn das? Mango oder Tango? Gottes Willen, ey. Alright. Okay, wir müssen jetzt ohne Item durchstarten. Zwei. Drei. Vier. Jedes Mal der Bounty Hunter. What the fuck, du Sack. Dann kriegen wir noch zweimal eine Crown, ey. Lächerlich. Dr. Klinker. Eyes up. And shields from also. Bones and spells I come. 1, 2, 3, 4. Nope. Du kriegst eine Crown. Du kriegst eine Crown. Und das war's. Ja, wir können nichts machen. Wir können nichts aufleveln oder sonst irgendwas. Dich verkaufe ich jetzt, dich verkaufe ich jetzt. Dich verkaufe ich auch. Alrighty. Nicht das beste Setup zum Start, aber ein decent Setup, würde ich sagen. Er hat Götter und er hat sich gezogen. Die Rockets, die Missiles. Fuck. Er ist die Rockets losgeworden, trotzdem haben wir gewonnen. Sehr gut. Oh, er hat die Rockets gedodged. Macht aber nichts. Ich könnte. Wir bleiben auf 10 Gold. Ich habe überlegt, ob. Wir können natürlich auch leveln. Ohne Probleme. Kostet halt 4 XP, ne? Und dann hätten wir noch einen Tinker oder so drin. Ich hoffe aber, dass wir es einfach so runterspielen können. Vielleicht können wir nochmal gegen jemanden antreten, der nicht so stark ist. Er ist jetzt schon Level 5 zum Beispiel. Hier wird es schwierig. 3 Assassins und der Element-Bonus doch recht stark.
gegen ein Zahlen-Kombo. Oh. Er ist aber auch nur Level 4. So wie wir. Hat er Level 2er? Nee. 3 Sekunden Stun, Boys. Alles klar. Ja, nee, das schaffen wir leider nicht. Oh, er hat nicht mal seine Shuriken geschmissen. Damn it. Naja, okay. Immerhin trotzdem noch 10 Gold. Ja, es war unwahrscheinlich, dass wir gewinnen. Wir hätten wahrscheinlich vielleicht gegen ein oder zwei Spieler gewinnen können. Mit Glück. Aber, naja. Jetzt können wir ohne Probleme aufleveln. Es sei denn, wir kaufen ganz viel raus. Ich level nicht auf. Nope. Wieso hat denn sein Tiny nicht aufgelevelt? Hat er vielleicht erst nachgekauft? Nee. Hä? Okay. Okay, wir kämpfen auch gegen ihn. I guess lucky us. Rockets, no! Wie kann man denn so lucky critten, Alter? Jetzt hätte ich mich richtig aufgeregt, wenn das nicht geklappt hätte. Oder? Der hat gegen uns gewonnen. What? Okay. Jetzt. Noch ein Tinker. Maybe. Und noch ein Bounty Hunter. Ich nehme noch mal einen Bounty Hunter rein. Nee, geh mir nicht. Ich habe überlegt, aber nö. Hunter. Na Mensch. Level 2er Drone und Level 2er X. Dass wir die beiden Bounty Hunter jetzt drin haben, ist tatsächlich eine ganz gute Geschichte. Weil die sich jetzt darum kümmern. Wie konnte die Ulti denn treffen? Die beiden hätten ihre Shuriken raushauen müssen, hätten wir das Spiel gewonnen. Das gibt's doch gar nicht. Unlucky Dadosh. Unlucky. Nice. Machen wir so. Das könnte was werden. Die Elements. Diesmal hat er Level 2. Im Moment ist er das? Nee, es ist er nicht. Aber der hat auf seinem Feld gegen uns gewonnen. Wenn du deine Clockwork... Ja, das könnte somit noch reichen dann. Maybe. Weil die alles low sind. Nein, das reicht nicht. Oh. War knapp. War knapp. Ablieber, blubber. Machen wir den einmal noch Koi hier rauf. Na komm, du kriegst auch den Voidstone. Alright. Du hast halt eine Crown. Ich weiß nicht, ob ich dich in der zweiten Reihe lieber haben will, weißt du? Machen wir so. Hunters. Mal gewinnen, ne? Ich glaube, die meisten haben jetzt schon eine Idee von dem, was ich machen will. Tatsächlich habe ich relativ gut Glück, was unsere Drops angeht. Denn ich würde nämlich gerne Wizards mit Goblin spielen. Da sind wir nicht auf den Techies angewiesen. Das heißt, wir können rein theoretisch
relativ früh 6er Goblin spielen. Sofern wir natürlich den Grimstroke und den Alchemisten bekommen. Das ist klar. Die Frage ist halt, wie stark das ist und was wir dann halt noch raufstellen, ne? Weil wir haben dann 5 plus 2, das heißt 7 Units. Natürlich, den Tech werden wir dann auch rauftun, sofern er dann da ist. Wir könnten ihn aber ersetzen. Was ja irgendwie Sinn macht. Das Problem ist, Warlocks wird schwierig, weil wir mit dem Grimstroke schon ein Demon haben. Deswegen müssen wir gucken, ob wir dann Warlocks überhaupt spielen wollen oder irgendwas anderes. Wir könnten rein theoretisch sogar 3 Trolls mit draufstellen. 3 Trolls mit dem Goblin-Bonus. Ha. Haben wir leider nicht, ne? Gerade noch so. Da ich ihn eh nicht spielen werde, machen wir das einfach mal so. Aufleveln ist noch nicht nötig. 87% ist doch alles im grünen Bereich. Wie man sieht. 3 Knights. 2 Trolls. Der Hunter Boy hat gegen uns gewonnen. Ist das warm, ne? Immerhin habe ich keinen Lederstuhl mehr, seitdem ich hier den wunderschönen Stuhl hier habe. Okay, langsam ebbt das hier ein bisschen ab mit unseren guten Rolls. Ah, wir sparen auf 30 Gold dann jetzt einfach ein bisschen hin. Drauf. Wir haben's. Wir sparen damit. Wie auch immer. Wir brauchen halt noch einen Goblin, den Alchemisten. Wenn wir den haben, dann sind wir im Rennen. Da haben wir einen Rubik. Und Grimstroke. Ich habe von beiden jetzt nur einen gesehen. Oh, Mages. Mit 3 Goblins. Schade. Kümmere dich doch um die hier. Ja, sehr gut. Könntest du dich nochmal dazzeln? Das könntest du sogar schaffen dann. Sie zu töten. Och, du brauchst so lange. Machen wir so. Das war ein schönes Upgrade. Wir brauchen halt den Alchemist. Ich hoffe, dass er halt uns gut gesonnen ist und auch mal erscheinen wird. Huntress mit einem Casual Troll. Oh, 2 Draw Level 2. Die machen uns ganz gut Damage, doch. Die Rockets waren kacke. Er spawnt halt nochmal was, Alter. With bones and spells I come. My bones mend. Dann machen wir das mal so. Jetzt ein bisschen das Gold verschwendet mal wieder.
But alright. Wir werden auf Nachschub 15 erst, also nach in Runde 17 erst aufleveln. Das heißt, wir können auch ein, zwei Mal rollen. Ich habe halt gehofft, dass wir relativ früh den Grimstoke bekommen. Aber es sollte wohl nicht sein. Aber es ist gut, wenn wir jetzt erstmal stark genug sind, uns zu behaupten, auch gegen den Stärksten hier zum Beispiel. Alrighty. Razor sind auch interessant. Die könnten wir natürlich spielen. Razor. Nein. Wir lassen es mal. Wir gehen mal dem nach, was wir so im Kopf hatten. 3 Trolls und 5 Goblins. Wir müssen da Level 10 gehen, ne? Das ist halt das einzige Problem. Wir haben, also komm, das war wieder einer vor einer Mango oder Tango, Alter. Das kannst du mir nicht erzählen. Und wir könnten jetzt sogar mit dem Ring of Regen Hood machen. From my shadow guide, I bear a message of death for my enemies. Hut wäre auf ihm. Okay, wir machen das mal. Ich kann halt nicht darauf hoffen, dass wir das halt kriegen hier mit unserem Voidstone. Also, na, Refresh Orb. Knights on Trope. Euer Mask of Madness. Eine aktive Mask of Madness. Oh, Dazzle. Hä? Wen hast du denn da gar nicht getroffen? What the fuck? Kannst du mal den Dazzle... Na, okay. Gut sagen, kannst du mal den Dazzle da töten? Holy shit. Victory! Victory! Fuck. Wir leveln trotzdem auf. Machen wir so. Okay, jetzt brauchen wir einen Grimstroke und einen Alchemist. Wir sind Level 7, das sollte passen. Ach, wir brauchen halt beide, ne? Aber ansonsten können wir auch noch Level 8 forcen. Das heißt, wir haben immer noch eine Chance auf Techies, ganz normal auf Goblins zu gehen. Das war halt nicht der Plan, aber hey. Mama Mages. Mit Elements. Joppo. Achso, by the way, vielen Dank für die ganzen Kommentare im letzten Video. Vor allem auch die Leute, die geschrieben haben, was ist mit deiner Qualität los? Das sieht ja alles richtig kacke aus und so. Das war sonst nicht der Fall. Das habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe mich in der, ich hatte mit den Jungs Fortnite Prop Hunt gespielt und da hatte ich mich danach in der Aufnahme gewundert, hä, warum sieht das so scheiße aus? Liegt das an Fortnite oder so? Und tatsächlich, habe ich jetzt gesehen, durch den Kommentar habe ich halt nochmal nachgeguckt, was da halt los ist. Und es war wirklich so, dass ich habe den Codec geändert im OBS Studio. Und wenn du den Codec änderst, und das wusste ich nicht, dann springt, also dann hat er die Voreinstellung der Aufnahmen zurückgestellt. Das heißt, statt 25.000 Kilobit Aufnahme, Full HD, waren es halt nur 2.500.
Deswegen, sorry für die schlechte Qualität im letzten Video, in den letzten 2-3 Videos. Ich weiß nicht, ob das in anderen auch war. Aber das ist jetzt wieder geändert. Das sollte jetzt alles wieder butterweich und crystal clear sein. So crystal clear es halt geht. Ist das Full Troll? Nein. Ist das Full Knight? Nein. Kokosnuss MVP. Come on, baby. Dr. Klinker. My spirit returns to flesh. Schalte schon mal an Level 3. Nee, ne? No. Hoffentlich gewinnen wir das. Ansonsten muss ich den Bounty Hunter verkaufen. Viel zu Batman. Er hat meinen Alchemist, die Sau. Der gewinnt gegen uns. Er will auf dasselbe gehen, die Sau. Was soll denn der? Unfug. Okay, Runde 20, wir machen nix. Passt genau. Wir könnten... Moment. Oh, Moment. Wir müssen ja keinen Lidl-Troll nehmen. Wir können ja auch ihn nehmen. Wie viel Gold kriegen wir dafür? Dafür kriegen wir 4. Machen wir es mal so. Troll Ranger 3. Der war jetzt gleich raus aus dem Business. Kommt davon, wenn man Zack Snyder spielt. Willst du mich verarschen? Dann gib mir als Entschädigung einen Alchemisten deinen Grimstroke. Come on. Huh. Ja, ich würde sagen, wir gehen Level up. Zack. Können wir Rubik spielen? Wir können es auch lassen, ne? Also, ich meine, ey. Wo ist unser Alchemist, unser Grimstroke? Ja, der hat unsere Taktik. Oh, die Dazzle Ulti. 1 Armor Boy. Wo ist unser Damage? Jetzt mal im Ernst. What is happening? Wie konnten wir das verlieren? Wir hatten das, was er hat, nur im Besser. Enchanted, I'm sure. Wo ist die Sau? Oh, naja. Trotzdem, wo ist die Sau? Unbeschreiblich. Navis. Feliz Navidad. Oh, der hat Anti-Mage 3. Das ist ein ziemlich guter Konter gegen uns. Ja. Das ist ein starker Konter gegen uns. Komm, das kann man nicht angehen, Alter.
Dr. Klinker. Okay, wir brauchen noch einen Bounty Hunter. Moment. Das wird wohl noch ein bisschen besser sein jetzt so. Wir brauchen noch einen Bounty Hunter. Wir brauchen noch zwei Tinker. Wir brauchen natürlich einen Alchemisten oder ein Techies. Und den Grimstroke. Das gibt's gar nicht, ey, dass wir den Grimstroke nicht bekommen. Wir sparen. 126 gehen wir Level ab. Ich krieg halt keinen. Also er kommt halt einfach nicht. Wir können die Prozente noch auf 25% hochpushen mit Level 10. Oh shit. Das ist der, der uns besiegt hatte. Zwei Tinker Level 2, zwei Clockwork Level 2. Oh, okay. Oh, what? What the fuck? Aber diesmal haben wir. Oh, wie hast du den Bounty Hunter Level 3 gekriegt, wenn ich hier. What the fuck? Die waren aber hart im Pool unterwegs, so. Der ist raus. Sag mal, der macht den Comeback seines Lebens. Oh nein, Dragon Knight 2. Help! Oh Gott, nice. Ah ja. Uns fehlt halt immer noch ein Grimstroke. Witzig. Grimstroke, maybe? Nope. Hm. Er hat halt auch Clockworks. Es sind so viele Max unterwegs. What the fuck? Okay. Gute Items für unseren Troll. Ist halt kein Game Changer in dem Augenblick. Wir hauen nochmal einen Hex mit rein, nochmal ein bisschen Lockdown mehr. Wir müssen halt Level 10 kommen, das heißt, ich muss jetzt auch schon wieder anfangen zu sparen, aber ich wollte halt unbedingt das jetzt pushen, dass wir Grimstroke bekommen können. Damit wir jetzt schon mal Full Goblins haben, um die Freiheit zu haben, nochmal zu sparen für Full Throw. Wir sind keiner Tanky. Gegen uns gewonnen. Ja, aber auch Full Goblin macht hier den Unterschied definitiv. Und einer der Macboys muss raus. Oh, Baby, hallo. So, das heißt, wenn ich den und den jetzt reinstelle, was machen wir denn? Dich nehme ich raus und dich nehme ich raus. So. Das heißt, wir haben jetzt, Moment, 5 Goblins. Ah, dich rein und dich runter. Okay, das heißt 6 Goblins, 4 Max haben wir auch. Oh, es gibt sogar 6 Max, sehe ich gerade. Okay, tatsächlich.
Wir haben jetzt 4 Max. Wir haben 6 Goblins. Und mit Level 10 hätten wir auch noch 4 Trolls. Er ist ganz schön stark. Mit seinem Enigma-Scheiß. Aber unser Rubik hat ja echt gute Arbeit geleistet. Come on, come on, come on, come on. Er ist so lange Silence. Er ist so lange Silence. Ey, das ist unfassbar. Okay, der ist raus. Das heißt, wenn wir aufleveln, also wir könnten jetzt auch 6, nee, wir brauchen den Techies. Ich überlege gerade, weil wir könnten 6 Max spielen. 35 Health Regeneration plus den Goblin Bonus, den 6er. Das heißt hier nochmal 15 Armor und 10 HP Regeneration. Wir sind unkillable, oder? Nice. Er ist raus. Hey! What the fuck? Er ist immer noch drin. 3 AP Comeback. Mikrowelle. Will ich denn Trolls oder will ich lieber vollkommen Tankiness gehen? Nicht so einfach. Clock 3 hat er. Oh, jetzt wird's mal interessant. Was hast du geholt? Dragonform? Nee. Ach fuck, das ist scheiße, was du geholt hast. Das bringt ja nicht so viel, oder? Er ist unfassbar tanky. What the fuck? Alter Schwede. Mann, der hat jetzt Clockwork und Techies 3. Oder, Tank, hier, wie heißt der? Spasti, Tinker. Dr. Klinker. Klinker. Ja, 3 und 3. Auch 3. What the fuck? Fuck me sideways, Alter. Komm, gib mir den Tinker. Fuck, ich bin zu greedy. Ich muss eigentlich nur ganz entspannt aufleveln und auf Trolls gehen jetzt. Ja? Ja, machen wir. Machen wir. Items bleiben aus. Die Frage ist, ob wir den spielen. Okay, 2 Runden noch Chili Mini, ja? Aber gegen den wollen wir nicht antreten. Okay. Er hat halt Enigma. Oh! Rubik MVP! Rubik MVP, Alter. Klaut er sich erstmal von Kotl die Ulti und scheppert sie da alle weg, Alter. Und er ist auch. Er hat auch gefressen. Hammer nice. Oh, Moment mal.
Okay. Nächste Runde können wir aufnehmen. Moment mal. Reaver oder Vanguard. Aber okay. Das machen wir auf Glocke die Clockwork, oder? Heart of... Oh, noch besser. Ich habe eine super Idee. Ich weiß nicht, wir können ihn eigentlich nicht spielen. Wenn wir drei Trolls halt reinstellen, dann können wir ihn halt nicht spielen. Ne? Aber die Geschichte ist halt, wenn wir Techies bekommen, was wir dann machen. Was hast du gezockt? Finde ich jetzt nicht so gut. Der ist gefährlich. Der muss ein 3 HP Comeback. Die Sau. Okay, wir können eh aufleveln. Das sollten wir aber ausnutzen. So. Nur mal gucken, was so geht. Zwei Timbersaws, ein Dr. Klinker, ein Alchemist. Falls wir einen Text bekommen, überlege ich halt zu wechseln. What is happening? Sollten wir nicht stärker sein mittlerweile? Wie kann der Typ so krass sein? Er hat gegen uns verloren und wir kriegen 0,35 auf die Fresse? Okay, der ist raus. Top 3. Come on. Wir haben keine MacBoys mehr hier, ne? Nee. Wie zum Teufel kriege ich keinen? Hallo? Okay, ich muss irgendwie ein bisschen umstellen. Okay, wir haben eine Verschnaufsrunde gleich. Wir werden jetzt gegen ihn wahrscheinlich spielen. Es ist einer rausgeflogen, ist also nicht safe. Ja, okay. Wie kann der bitte so unfassbar tanky sein? Wie kann der? Guck dir das mal an, der hat nicht mal ein Damage ge... What the fuck? Wie kann das sein? What is happening? Grimstock brauchen wir, ja. Okay. Was mache ich? Verzichten wir auf Trolls. Ich habe keinen Platz einfach. Ich habe einfach nur keinen Platz. Ich brauche halt Grimstroke, ne? Aber so wichtig ist er nicht. Also selbst auf Level 2, der kann er nichts erwängeln. Fuck him. Wenn wir Enigma bekommen, sollten wir Enigma kaufen. Leider hat er hätte Desolator haben können, hätte ich ihn, er hat einen Lightstone, glaube ich, ne? Ja. I'm Rizrak. Don't touch me. That one looks angry. Alles noch gut, ne? Okay. Ich habe jetzt den Troll runtergenommen, einfach nur, ich will nur wissen, wie gut das ist. Ob er seine Ulti rauskriegt oder nicht. Jetzt komm.
ist halt Level 1, ne? Es ist halt Level 1. Die, also, ich bitte dich, was ist das für eine Farce? Ich habe hier die Combo, die am ultra tankiesten sein soll. Und what is happening? Absolut gar nichts. Yo, fuck you. Fuck you. Das gibt's halt auch nicht, ne? Also ich meine ganz im Ernst. Da sind eine Million Max unterwegs gewesen. Und ich habe seit 10 Runden keinen einzigen mehr gesehen. Das ist halt RIP jetzt. Alter, das Spiel gerade nervt mich. Wie konnte der mit 3 HP so krass zurückkommen? Wir haben nicht ein Enigma jetzt gefunden. Wir haben nicht ein Techies noch gekriegt. Kein Tinker. Gar nichts. Also, I don't know. Er verliert. Das ist halt, dass er halt auch einfach mit 6 Mages und 4 Elements so krass weit nach vorne gekommen ist. Ja, das ist halt das Ding. Enigma ist halt ein guter Konter einfach, ne? Und er hat halt 2. Crystal Maiden 3, Pock 3. Ja. Aber das Match, ja, das gefiel mir jetzt auf jeden Fall nicht so gut. Ich hätte gerne 6. Also das Ding ist, ich hätte jetzt gerne die 6, Max ausprobiert, 6 Max mit Goblins, das hätte ich jetzt gerne noch gespielt am Ende. Oh, er hat es nicht geschafft. Und er hat jetzt nur noch 5 Mages. Er hätte den Sack zumachen können mit seinen Level 2 Enigma. Er macht trotzdem ganz schön Damage, holy shit. Er gewinnt trotzdem. Wow. Gut. Dann war es das mit der Runde. Immer noch Bishop 6, da hat sich nichts getan. Wir haben kein MMA dazu gekriegt. Alles Gucci. Ja. Ich hätte gerne mal 6 Max probiert mit 6er Goblins. War aber leider nicht drin. Trotzdem unbefriedigend, das Ergebnis, muss ich gestehen. Also, sie sind lange nicht so tanky, wie ich mir es vorgestellt habe. Aber ja, so ist das halt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss.